Fakt ist irgendwie, wir haben es jetzt gegessen und wir würden nicht mehr wiederkommen. So. Mädels, wir sind da, fast in meiner Heimat. Willkommen in Ettlingen, sag ich, ne? Hallo. 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 Schönen guten Tag. Dann, froh, servus. Hallo. Ines, servus, hallo. Grüß dich. So, hallo, hallo. Ja, schön habt ihr es hier. Fashion Laden. Ja. Ne? Schaut doch ganz nett aus. Und stellt euch mal vor, wir haben echt Hunger mitgebracht. Also als Gastgeberin und Chefin, Inhaberin von einem Restaurant, hätte ich mir etwas mehr Persönlichkeit erwartet. Die Mittagskarte ist Nudeln mit Tomatensauce, ist Maultaschen mit Ei gebraten. Warte mal, das habe ich doch schon. Schupfnudeln mit Sauerkraut, Schweinebraten mit Kartoffeln. Auch nichts, was denn so richtig umhaut, ne? Die Karte ist einfach langweilig. Sehr enttäuschend und macht jetzt nicht wirklich viel Appetit. Sind Bistro-Klassiker, die man bei jedem Tiefkühlhersteller auch kaufen kann. Also Corinna, warum hast du uns gerufen? Weil du bist ja nicht die Chefin. Nein, ich bin nicht die Chefin. Ich habe euch gerufen, weil hier drin einiges schief läuft. Eben auch gerade mit dem Essen, das nicht optimal läuft. Okay. Weil es mit der Köchin leider nicht ganz so läuft. Sie kennt uns nicht und haut uns gleich rein, die Köchin ist scheiße. Sowas mag ich nicht. Die Frau Müller, unsere Chefin, die kocht auch und da gibt es keine Beschwerden. Wenn unsere Köchin kocht, gibt es leider öfter. Was schmeckt denn bei der Ines besonders gut? Bei der Ines schmeckt besonders gut alles. Und bei der Jana nix, oder was? Habt ihr euch ein bisschen auf Jana eingeschossen? Nein. So erwähnen wir von der neuen Form vom Mobbing schon wieder? Ja. Nein, das ist doch wieder Dissing. Wenn Jana einen schlechten Tag hat, schmeckt leider gar nichts. Ja, das war eher eine fiese Geschichte, dass man es gleich irgendwie auf die Jana geschoben hat. Irgendwie die wäre schuld. Ist es machbar, wenn wir jetzt dann bestellen, dass die Ines auch was kocht? Weil wenn sie schon Köchin ist, ja, könnten wir es ja auch gleich mal mittesten. Schau, sie hört eh zu, siehst du? Da sind wir dann halt auch auf die Idee gekommen, dass die Ines mitkochen musste. Also ich bin total überrascht und aufgeregt auch, weil damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mir zittern schon ein bisschen die Hände jetzt. Ich bin ja Jana-Fan, wenn schon alles so rummobbt, dann bin ich von der Jana auch noch einen guten Salat, oder? Die mediterrane Reispfanne. Wurstsalat mit einer Portion Bratkartoffel. Ich wette von Ines. Also ich mit alles von der Jana, alles. Ich glaube, dass ich alle Gerichte soweit gut kochen kann. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Also, wir hätten gern die Basilikum-Schaumsoße von der Jana, von der Ines, die Gnocchi in Tomatensoße und in Käsesoße. Das Rumpsteak auch von der Jana, bitte. Von der Ines einmal Schweinesteak mit Spätzle. Das haben Sie es mir aber gegeben, ja. Wie viele Minuten können wir das ungefähr schicken? Weil das soll ja dann wahrscheinlich insgesamt rausgehen. Oder soll ich einfach schon schicken? Oder was sagst du? Nee, nur warte doch und lass mich doch kurz den Salat hier machen. Dass sie warten müssen, ja, das nervt mich vor allen Dingen am meisten, ja. Jetzt sind es 45 Minuten. Wir haben jetzt zwei Suppen und einen Salat. Ich brauch 5 Minuten für die drei Gerichte. Ja, die stellen wir mal hier so rein. In die Mitte, oder? Wir machen wieder so eine Mitte. Darf ich sie eindunken bei dir? Die schaut so trocken aus. Eindunschen mit Tomatensauce. Das ist Cuisine Naturelle, ne? Rohe Gurken, rohe Tomaten. Nicht mal nettes Campis. Und ein bisschen Salat. Also, fang an. Also. Super schmeckt. Mhm. Was war es von wem? Die Tomatensuppe und der Salat waren von der Ines, von der Chefin. Okay. Und deine Basilikumsuppe war von der Jana. Okay, aber und das reicht jetzt auch, wenn es die Chefin gekocht hat, das reicht nicht aus für eine Meisterprüfung, oder? Nein. Wenn sie Küchenmeister ist, dann müsste dann schon. Ja. Artischocken könnten auftauchen, Oliven könnte auftauchen, etwas, ein Parmesan-Spänchen. Einmal die mediterrane Reispfanne von der Ines. In die Mitte. Das schaut nach Matschpfanne an, ja, aus, oder? Das ist eiskalter Teller. Das war einfach eine Pampe, ein Matsch. Ja, es ist einfach richtig schwach. Mein Teller ist so kalt, dass aus meinem Rumpsteak ein Carpaccio wurde. Ja. Ja, in der Tat, das ist geil. Da schmilzt nicht mal mehr die Kräuterbutter. Ja, das ist auch geil. Also das Schlimmste an dem ganzen Essen waren die kalten Teller. Ich hasse kalte Teller und ich hasse kalte Hauptgänge.
sind sie? Grauig oder bleiig? Bleiig. Bleiig? Aber die Käsesoße. Nicht so der Hit? Die ist bad. Das war unterste Schublade. Im Badischen ist schon Spätzle mit Soße schon sehr vorrangig. Aber die Spätzle sind jetzt auch nicht schön, oder? Die sind ergraut, ergraute Spätzle. Und kalt. Und trocken. Und kalt. Und eklig. Das ist aber jetzt von der Ines. Das waren keine Kapriolen kulinarischer Art. Die Aussage ist schon mal wieder, also das stimmt nicht, ne, dass die Chefin jetzt irgendwie besser kocht, nee. Habe ich nicht gemerkt. Ich würde mal sagen, jetzt lass uns doch mal die Mädels alle kennenlernen und mal schauen, wo es denn jetzt wirklich dran liegt. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil das nicht so passiert ist, wie ich das eigentlich haben möchte. Also ich hoffe ja, dass mir alles gelungen ist. Ja, also ein schlechtes Gefühl habe ich bei gar keinem. Ja, hallo. Hallo erstmal, ja. Hallo. So, jetzt habe ich eine Frage. Jana haben wir ja noch gar nicht irgendwie mal kennengelernt. Wie würdest du das beurteilen, was du gekocht hast, selber? Scheiße. Also die Grundeinstellung von Jana ist eigentlich schon katastrophal. Man, wie soll ein Essen wachsen und gedeihen? Wie soll Essen schmecken, wenn sie alles in Zweifel zieht? Ich fand es halt sehr schade, dass die Jana so reagiert hat. Aber das ist, glaube ich, ihre Art. Indem sie sich dann selber runtermacht und sich selber halt schlecht hinstellt. Ja, dann kannst du aber nicht rausgehen. Das ist mal falsch. Die Grundeinstellung stimmt da ja nicht. Ja, also ich meine, das war schon, also, schon okay, aber das war halt nicht, wie ich es mir halt vorgestellt habe. Was sagst du zu deinen Gerichten? Ja, ich bin doch relativ zufrieden, muss ich sagen, jetzt hier mit dem Fleisch. Und es ist klar, die Gnocchis haben wir auch vor, die in Zukunft dann selber zu machen, wenn es auf der Karte ist. Sie hat den Küchenmeister und sie ist die Inhaberin. Das heißt aber nichts, und sie hat es ja bewiesen, dass es nichts heißt. Fakt ist irgendwie, wir haben es jetzt gegessen und wir würden nicht mehr wiederkommen. Die Kritik ist zwar hart, aber sie haben recht. Ich will mal nicht sagen, dass da rumgehackt wird auf die Jana, aber dein Essen ist einfach überhaupt 0,0 besser wie Janas. Also mit der Leistung reicht es nicht aus, ein Restaurant zu betreiben. Das tut mir leid. Du bist der Chef hier, ne? Stehst du hinter zum Zeug? Stehst du da dahinter, Mann? Für diese Spätzle wirst du im Stadtbach hier versenkt. Ja. Weißt du, mit Beton an den Beinen. Jetzt bin ich natürlich erstmal schockiert. Am liebsten würde ich jetzt im Erdboden versinken. Meine Kritik war hart, damit sie aufwachen, damit Schluss ist mit dem Geplänkel, mit dem Alibi, mit der Schuldzuweisung. Das ist keine Arbeit, das ist nichts. Was verstehst du unter Gastronomie? Und Ines, was hast denn du vor, außer der Insolvenz und des Konkurses? Was hast denn du vor mit der Bude? Gerade, dass es halt wieder richtig läuft. Und wie gesagt, da müssen wir halt hier jetzt ansetzen. Ihr unterbreitet uns morgen ein kulinarisches Konzept, wo ihr euch seht in einem halben Jahr, wo ihr euch hier in Ettlingen platzieren möchtet. Und dass wir auf euch eingehen können, dass wir gemeinsam jetzt an einem Strick ziehen. Mach was Geiles, mach was Besseres, mach was Leckeres. Das ist Thema. Und natürlich auch Preise, also Bilanz. Wir möchten mal sehen, wie ihr auch das Geld verdient. Ja, das musst du machen. Du musst uns morgen mal ein bisschen was präsentieren. Ja. Es ist ja nicht nur, dass wir Rezepte jonglieren und hin und her schieben und Tipps und Tricks verraten, um das geht es nicht morgen. Es geht um ein neues Bewusstsein, diese Skills zu schaffen und von dem können wir dann arbeiten. So. Hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Servus. Abfrage der Hausaufgaben. Genau. Wie schaut's aus? Wie ist es geworden? Ines, Chefin, Kommando hast du. Also ich möchte halt, dass wir, unsere Gastronomie, unsere Küche sich mit unserem Namen verbinden. Gib mir mal zwei, drei Gerichte, die man am Kummersee isst. Spezialitäten am Kummersee. Viel mit Fisch machen die. Jana, was sagst du jetzt dazu? Also ich würde sagen, dass ich dann auf jeden Fall nur zwei, drei Gerichte oder vier Gerichte draufsetze und dann einfach nur die Gerichte gut mache. Aber nicht nur gut, sondern sehr gut. Ja. Und das heißt nämlich auch reklamationsfrei. Deshalb rede ich jetzt mit dir separat nochmal über das Zahlenwerk. Und wir, Andi und ich, wir bleiben da mit dir, Jana. Wir wollen dir auch mal ein bisschen über die Schulter schauen. Ich bin aufgeregt und ich habe Schiss habe ich auch. So mit so Öl, so ein bisschen so ein, also abreiben tust du nicht, oder? Mit Olivenöl, oder? Was für ein Öl du jetzt hernimmst, du musst halt auf jeden Fall ein filtriertes. Sie wollte gerade schütten, ich wette mit dir. Nein. Okay. Auf jeden Fall. Du schwerst dir dort jetzt immer einen Behälter mit Öl, mit Pinsel. Mhm. Das Öl kann ein bisschen ein paar Knoblauchzehen mit Schale angepresst. Da kann Miss Rosmarin ihr Rosmarinknall reinknallen, ein bisschen Thymian. Und das hast du dann jetzt immer da stehen. Da fehlt es einfach noch. Am Lavagrill gibt es kein Öl zum Rüberpinseln mal. Das war für sie Neuland. Aha. Es ist schon auf eine Art und Weise so ein bisschen bei Null anfangen.
was ist das? Ist das die Pacht? Das ist die Pacht, ja. 4.260 Euro. Nee, das ist doch nicht die Pacht. Das ist aber für Viertel, für 4 Monate. Nein. Für 1 Monat Pacht. 1 Monat. Was hast du denn da unterschrieben, Mann? Wer immer diesen Vertrag unterschreibt, gehört geohrfeigt. So muss man es mal stehen lassen. Das ist super blauäugig, das kann so wehtun. Es wird ein gewaltiges Stück Arbeit auf sie zukommen. Und ein gewaltiges Stück Motivation wird sie benötigen, um das irgendwie das zu schaufeln. Du musst aufpassen, die Butter verbrennt schnell, ne? So, jetzt Fleisch rein, dann kühlt sich die Pfanne ein bisschen aus. So, weiter, Rosmarin, Thymian, Knoblauch. Was ist Löffelbecken das? Löffelbecken brauchst du. Das ist ja, eine U. Hast du eine richtige Knoblauch? Leider nicht. Okay, also riech mal da dran. Ja, ich weiß. Du weißt es, warum holst du es dann raus, du? Wenn die Chefin das will. Das ist nach 2 Tagen. Das ist oxidiert, ja. Wie eine tote Kuh aus dem Mund, Mann. Ja. Wie kann man denn als Chefin bei so einem kleinen Scheiß einfach darüber diskutieren und der Köchin dann einfach das verweigern? Ja, euch stellt's die Haare zu Berge. Was glaubt ihr, was die Pacht ist? Also die Pacht wurde um 1.000 Euro verringert, um Pacht. Um 1.000 Euro. Schon und verringert? Verringert. Und die ist jetzt also, wo? Ich habe gestern gesagt, ich sag's euch, ich sag's euch, es ist nämlich 3.260 Euro. Dann zahlt sie war jetzt das noch über 4.000 Euro. Das kann ja gar nicht sein. Das holst du ja mit gar nichts kein ein. Kein Mensch. Mit Wintergarten, selbst wenn der Laden voll ist, schaffst du es nicht. Mann, oh Mann. Ganz schlimme, grobe, fahrlässige Fehler. Was gibt's Neues von der Jana? Okay, gut. Also grundsätzlich also ist es so, dass sie wirklich im Kreis rumläuft, sich eigentlich im Weg steht. Sie hat auch nicht die Unterstützung von der Ines, ne? Ich meine, vielleicht können wir sie mal gegenüberstellen. Also, wie folgt, machen wir es kurz. Das Leben ist voll mit Missverständnissen, oder? Und mit dem hat man es gerade zu tun. Missverständnis. Ich würde sagen, und zwar ein Missverständnis zwischen euch beiden. Ja. Also, Aussage gegen Aussage. Genau. Mir ist einfach aufgefallen, dass zum Beispiel die Corinna einen recht hohen Stellenwert hat und im Grunde genommen der Jana stark in den Rücken fallen konnte. Habe ich grundsätzlich recht mit dem, dass da so ein bisschen gestichelt wurde? Ja, ja, das war jetzt dann schon so. Meine Corinna, die ist halt auch ganz forsche. Und ja, und ich habe halt dazugehört und eben zu wenig mit der Jana gesprochen, dass wir da eben einfach uns gegenseitig auch absprechen. Und also wenn ihr zwei nicht zusammenarbeitet, dann werdet ihr hier nie einen Cent rausziehen, was dann wiederum für dich bedeutet, dass du nicht mehr lange einen Job hast. Mhm. Für dich ist es zwar noch schlimmer, ja, noch weil schlimmer. Du gehst nämlich den Bach runter und du wirst dich auch die nächsten Jahrzehnte auch nicht mehr davon erholen, wenn das so weitergeht. Ja, dann haut's doch mal ein, ihr zwei. Morgen! So, morgen. Was ist heute für ein Tag? Heute ist der Finaltag. Ja, und für euch der Starttag. Ja? Wir machen mehrere Sachen. Wir machen ein Lachs-Carpaccio, ein Risotto, ein Kokos-Vanille-Risotto mit Scampis vom Lava-Grill. Die Karte finde ich super toll. Kohlsuppe, Zwiebelansatz, okay? Dann Weißkohl, hinein damit, kurz glasig mit anschwitzen und dann hast du noch Geflügelsuppe hier, schau her, frische, selbstgemachte Geflügelsuppe drauf, Sahne, dann lassen wir es mal köcheln, ein bisschen Weißwein drauf und dann nachher schmecken wir es ab. Das war richtig toll, heute mit Mike in der Küche, das zu sehen, die Energie, die da reinkommt, das Kochen hat unwahrscheinlich Spaß gemacht. Ich habe jetzt hier schon die erste Vorbereitung für meinen Schokoladenkuchen. So ein richtig schöner, schwerer Schokoladenkuchen. Ich bin ja gar nicht so eine Süße, aber das ist lecker. Mehr. Wir haben ganz, ganz viele Tipps bekommen, die neue Motivation gekriegt, die wir einfach gebraucht haben. Pacho ist fertig. Risotto? Fertig. Dann würde ich sagen, halten wir mal die Hände zusammen. Ist jemand nervös? Zittert jemand? Ja, genau, das haben wir. Das ist unser neues Ding. Oh. Oh. Oh.
Okay, Bon neu. Zur Vorspeise haben wir Scampis und eine Makrolamsuppe. Ja? Jawohl. Als Hauptgang haben wir Kalbsachse und eine Jumbo-Wachtel. Jawohl. Zum Dessert zwei Mal Schokokuchen. Und Janne, schau genau zu, wie die Arbeitsabläufe sind. Ja? Oh, ja. Viermal Scampis Zwischengang und zweimal Suppe, okay? In sechs. Ja. Jana ist nämlich super engagiert, nämlich springt von A nach B, aber das ist mal kontrolliert. So, was brauchst du? Die Riesengarnelen, das Gemüse. Gemüse. Heiß. Dieser Reis oder Risotto habe ich noch nie so gegessen, also wirklich super lecker. Jana, die hat jetzt in der Küche richtig mitgezogen, ihre ersten drei Essen hat sie selber gekocht, sah super klasse aus. Also wenn Sie das beherzigen, was wir dort Ihnen beigebracht haben, was wir Ihnen erzählt haben, versucht zu erklärt haben, dann haben Sie Chancen. Wir wussten vom ersten Tag an, dass es packen wird und ich bin mir sicher, dass ihr alle das heute Abend geschmeckt hat. Ihr müsst treu bleiben in Zukunft, das wäre mir sehr recht. Ihr habt einen geilen Job gemacht, dann viel Glück in der Zukunft. Toi, toi, toi.